Take my hand. Go ahead. Play my game. Keep your head. So, servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Gameplay-Commentary bei mir im Kanal. Alter Schwede, ist die Scheiße lange her. MW fucking 2. Alter, boah, da kriegst du richtig einen Hardcore-Ständer, wenn du dieses Spiel wieder spielst nach so vielen Jahren. Aber du kriegst dann auch gleich wieder einen Schlaffen, weil du merkst, verdammt nochmal, du kannst es einfach nicht mehr. Wenn du zum Beispiel wie jetzt hier auf so einer Map wie Rust spielst, da merkst du einfach mal, wie krass es drauf angekommen ist, dass du Bereiche verteidigt hast und versucht hast, nicht zu verrecken, so wie in der Situation hier. Da habe ich einfach gedacht, ja, kannst du dich klug dahinter hocken. Jetzt habe ich schon meine ersten zwei Deaths kassiert, obwohl ich eigentlich gar nicht viel gemacht habe. Was man eigentlich hier immer machen sollte, wenn man MW2 noch spielt, also falls einer von euch MW2 spielt, einfach den kompletten Spawn, was ich gerade zugeblockt habe, einfach komplett zublocken. Ihr habt es gerade gesehen, die Claymore hat einfach voll eingeschlagen. Und am besten die ganzen Sniper möchte gern's dann immer weghauen, weil die denken ja eh, die wären's. Und in MW2 ist es manchmal so unfair, was da abgeht, weil entweder verrecke ich, wenn ich MW2 spiele, weil der Ping beschissen ist, oder einfach, weil ich so schnell weggesnipert werde, dass ich einfach null Chance habe, irgendwas zu machen. Aber ich habe MW2 wieder auf der Xbox 360 gespielt und ja, was soll man sagen, es ist meiner Meinung nach nicht gerade sehr gut spielbar, aber es geht schon. Man kann es noch spielen, es spielen genug Leute, es sind aber auch genug Hacker unterwegs. Also ich habe zum Beispiel das Problem gehabt, dass ich in der Lobby war, dann konnte man plötzlich fliegen, dann konnten die Leute einen abschießen, ohne dass man irgendwas dagegen gemacht hat. Das sind so Sachen, oh, da kriege ich so einen Hals, wenn ich das sehe, ne? Das heißt, ich bin auf Afghan in der fucking Höhle innen. Der schwebt da oben drüber über der Karte und kann durch die ganze Karte durchschießen und mich töten. Oh, ist das ein Beschiss, ne? Ja, und hier schön den Triple Kill gemacht zum Harrier. Und dann leider erwischt worden. Es ist sehr, 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 sehr ärgerlich gewesen, weil dann hätte ich auf jeden Fall mein Payblow gehabt. Jetzt gehe ich erstmal hier ins Loch rein, weil ich meinen Harrier genau auf die Pose gemacht habe, wo ich eigentlich gewesen bin. So, jetzt habe ich ihn wieder weggeholt. Ich bin ein bisschen hinterher, muss ich sagen, weil ich eigentlich die Strategie verfolgt habe, hier meine Streaks aufzubauen. Und ich denke, damit fährt man meistens ganz gut, wenn man seine Streaks ein bisschen versucht aufzubauen. Ihr seht, der Harrier geht ganz gut ab. Aber ihr habt auch immer wieder diese extrem tollen Kollegas dabei, die denken, sie müssten jetzt euren Harrier abballern. Oder solche Kollegen hier, solche hier mit Pille. Also da kriege ich ja eh. Das habe ich in dem anderen Video schon mal erklärt. Die Pille ist für die Frau, nicht für MW2. Verdammt nochmal. Also das ist was, was man einfach nicht mitnehmen darf. Das gehört verboten. Und zum Glück gibt es das in keinem Call of Duty mehr. Und ich hoffe auch nicht, dass das jemals wieder zurückkommt. Also ich bin ganz ehrlich der Meinung, MW2 ist einfach nicht mehr spielbar, meiner Meinung nach. Es ist nicht mehr das, was es mal war. Die Call of Duty-Teile, die du momentan spielen kannst, sind einfach meiner Meinung nach Black Ops 2 und Ghosts. Also vom Service her kannst du die spielen. Ich weiß nicht, welches Call of Duty spielt ihr da draußen? Spielt ihr noch Ghosts? Spielt ihr noch Black Ops 2? Spielt ihr noch MW2? Spielt ihr noch COD4? Spielt ihr World at War? What the fuck? Keine Ahnung, was ihr spielt. Schreibt es mir in die Kommentare, welches Call of Duty ihr momentan einlegt zum Zocken. Also ich spiele momentan Call of Duty Ghosts, aber auch nur einfach so ein bisschen aus Fun, ohne dass ich jetzt irgendwie einen Gameplay-Gedanken dahinter hätte, so von wegen, oh, ich muss Gameplayer spielen. Nein, ich spiele einfach nur aus Spaß, da entstehen auch ein paar lustige Runden. Wenn ihr Bock habt, kann ich die euch gerne zeigen, während ich hier wieder meinen Kollegen mit der Pille weghole. Ich hab's dir gesagt, die Pille ist für die Frau, verdammt. Alter, also da kriege ich echt so einen Hals, ne? Aber ich denke, mit meiner Strategie bin ich bis jetzt ganz gut gefahren, mit der, dass ich auf die Streak spiele, weil ihr seht's, gleich ziehe ich gleich, doppelt gesagt. Oh, und jetzt kommt das, was ich meinte, so extrem geiler Lag. Habe ich echt oft drinnen.
Aber ich habe es mit aufgenommen. Also ihr seht, dass es so ist. Ne? Ist nicht nur erfunden. So, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe die Perle rausgeholt und die kann man ja nicht mehr abbrechen. Und jetzt wird es nämlich extrem knapp. Jetzt passt mal auf den Punktestand. Und 1-4 zu 1-4. Jetzt habe ich meine Ding geschmissen. Hol den hier zum Glück noch weg. 1-4 50 auf 1-4. Jetzt muss ich schauen, dass ich den Kill mache. Und jetzt bin ich auf der Suche nach ihm. Da habe ich ihn springen. Oh, und habe ihn. Ich habe schon gedacht, ich werde von dem sein Harry abgeschossen. Aber habe ihn mit der TAR 21 geholt. Die meiner Meinung nach geilste Waffe ist in MW2. Und ja, das war's auch schon wieder. Wie gesagt, schreibt mir mal in die Kommentare, welches Call of Duty ihr sehen wollt und was ihr denn momentan spielt. Bis denn, servus!